Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 4 mit der Legacy Challenge und Familie Traumtänzer. Wir haben gerade eine Rechnung bekommen über 4926 Simoleons. Es wird immer mehr und immer mehr und irgendwie muss ich das schaffen. Aber immerhin haben wir 4.4, also von daher sollten wir es dann irgendwie auch wirklich schaffen. Tja, unsere Haushaltshilfe hat auch noch was bekommen. Ich weiß gar nicht, ich sehe die nie. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So, unsere liebe Vanessa, die möchte ja noch 3 Pflanzen veredeln und Level 6 der Gartenfähigkeit. Jetzt habe ich mal geschaut. Bei mir steht, also ich habe dieses Lösungsbuch und da steht bei Level 7 etwas von nimm Ableger und veredle sie. Das heißt also im Endeffekt, ich muss erstmal ganz, meine Gartenfähigkeit als weitermachen hier. Damit ich da, was bekomme, ne? So, ich habe hier nochmal einen Pflanzenträger. Dann gehe ich das nochmal kurz machen. Und, was wollte ich mit ihr? Achso, die soll eigentlich noch hier die Gegner studieren. Rocky, sie ist ja immer noch nicht, also sie ist ja bis jetzt immer noch nicht so viel weitergekommen. Ich mache mit ihr also dann auch noch mal ein bisschen Gegner studieren, ja. So, unser lieber Tom schläft noch, die Alina schläft noch und auch der Tassilo, unsere liebe Tanja, die ist traurig, aber ist mir jetzt gerade mal kurz egal. Ich gehe mal Vanessa hier beobachten. Ja, was haben wir denn? Wahrscheinlich wieder das Übliche. Vermute ich mal. Genau, Schwimmerei in Blau. Einmal verkaufen, bitte. Na, komm schon. Immerhin, das bringt uns immer wieder 99. Ich meine, so kriegen wir natürlich auch Geld, ne? Also, das ist schon so, dass wir dann damit irgendwie Geld bekommen. So, okay, Moment. Doppidi-doppidi-dopp. Genau, die Oma ist da. Hier. Einmal füttern und einmal die Windeln wechseln und einmal Grimassen schneiden und älter werden lassen, weil ich glaube nämlich, das war doch jetzt hier, das war doch hier dran, ne? Ich habe ja eigentlich noch irgendwas gesagt gehabt, ich weiß schon gar nicht mehr was. Aha, aber es ist jetzt einfach definitiv dran. Warum bin ich eigentlich inspiriert? Weil Mikroskop benutzt. Ah, ja. Oh, ich mache eine Grimasse. Und du bist ein so süßes Mädchen. So, und... Juhu! Und unsere... Tanja, die wird... Huch! Achso, ja, stimmt. Ich muss hier wieder was ausdenken. Senkrechtstarterin machen wir das. Und sie ist ein... Was ist sie denn? Was ist sie denn? Eine Senkrechtstarterin, eine gemeine? Nee, das... Ich möchte sie mal ein bisschen... Keine Ahnung. Genie. Sie ist ein Genie. Ja, komm. Oh, ich bin ein Genie, Oma. So, was Süßes für dich und Erfindung beschreiben und kennenlernen und einheizen und keine Ahnung. Bitten in die Sterne gucken. Ja, sie ist eigentlich ganz eine Süße, ne? Also muss ich doch schon, sagen. Wir bräuchten jetzt natürlich noch ein Bett und so weiter. Ich hoffe, ich habe das noch in der Haushalts-Dingsbums. Aber sie müssen erstmal hier rausgehen. So, jetzt gucke ich bei euch nochmal ganz kurz. Ja, ihr müsstet jetzt bald aufstehen. Sehr schön. Kommt, geht mal die Sterne angucken. Danke. So, okay. Genau, was haben wir denn? Ich habe doch... Ah ja, hier.
Das nehme ich dann auch direkt, ich weiß noch gar nicht wohin. Aber das verkaufen wir wieder. Bekommen wir immer eine kostenlose, ne? Genau, eine machen wir mal da drüben hin. Ich mache dein Bett auch auf diese Seite. Weil das ist irgendwie angenehmer, wenn wir, wenn man da reinkommt. So, warte mal. Dann mache ich dir das auch an die Seite. Na, warum passt das nicht? Kann keine anderen Objekte überschneiden. Was für andere Objekte denn? Es steht doch da gar nichts auf dem... Was denn? Also... Was habe ich denn noch? Genau, ich will noch die... Hier, das mache ich da unten dran, plus den Stuhl, plus nochmal so die Kommode, die machen wir gleich auch schon mal mit hier rein. Ein bisschen eine Digicam, die stelle ich dir mit drauf, meine Liebe. Den Nachttisch, ne. Und ich mache dir hier ein Lichtchen und mache dir hier noch ein Lichtchen dran. Ich finde es auch hier ein bisschen dunkel eigentlich. Oder? Warte mal, ich mach mal... Warum macht die Funzel da oben so wenig hell? Was ist denn das? Sessel der Unlebenden. Na, den habe ich noch nicht entdeckt. Gibt's auch in verschiedenen Farben? Cool. Ja, cool. In Rot sieht er ein bisschen komisch aus. Macht er auch irgendwas? ein Gestank des Sensemanns. Ach, okay. Naja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte gar nicht dahin. Ich wollte eine Beleuchtung haben. Und ich wollte mal eine hier an die Wand machen. Moment, da an die Wand. So, was hätte ich denn da so anzubieten? Ich mache hier mal auch die Dinger hier mal wieder. Tschakka. Das ist im Grunde, aber das geht, geht hier ein bisschen unter. Ja, nee, das geht nicht. Eine hübsche Lampe eigentlich. Die können wir uns schon noch leisten, ne? So, hier hin. Und dann mache ich in die Ecke auch mal ein und über den Spiegel, da brauchen wir doch auch eins. Ich weiß nicht, warum es eben so dunkel hier in dem Zimmerchen ist. Jo, aber passt. So. Dann gehen wir mit der Oma mit. So, was möchtest du eigentlich? 3 Schachspiele spielen, 2 Stunden mit einem Erwachsenen lesen. Okay, na gut. Ich gehe mal zu Tom und Alina. Ihr beide. So, der liebe Tom, der hat erstmal echt Hunger. Der darf dann auch erstmal was essen. Oh, wir müssen mal unbedingt. Irgendjemand muss was kochen. Alina darf dann erstmal auf die Toilette gehen. So. Und sie darf jetzt mal das Kochen übernehmen, würde ich jetzt sagen. Abendessen servieren. Grillkäse. Wer hat hier was mit Kreativität gerade gehabt? Tanja. Ah. Okay. Unser Tassilo. Muss ich auch mal kurz gucken. Muss ich auch mal ganz kurz gucken. Du wolltest noch inspiriert noch ein Bild malen. Okay, das... Ne? So. Machen wir noch hier mit dran. Naja, er ist jetzt nicht inspiriert. Ich lasse ihn gerade noch mal ganz kurz schlafen, bis die Mama mit dem Essen fertig ist. Und ihr beiden, ihr befreundet euch hier draußen anscheinend. Aber auch unsere liebe Vanessa ist hungrig. Ja, auch sie ist hungrig. Und ich möchte, dass mir jemand was vorliest, Oma. Kannst du das machen? Guck mal, die Lena da hinten geht ins Bett. So, ja, genau. Ich gehe mal zusammen hier hingehen. Kommt, geht mal. Ich möchte es ausprobieren. Vanessa, komm. Wo ist die Anna? Tanja, geh doch mit. Ach, Manu. Tanja, hier hin. Guck mal, die ist ein bisschen inspiriert, von den Sternen erleuchtet. Ah, das müssen wir machen. So, und? Warte, und? Lesen. Keine Ahnung, Charisma, Band 1. Nee.
Etwas lesen. Wo ist denn das mit dem Kind etwas vorlesen? Hallo, Vanessa. Lies doch dem Kind etwas vor. Ach, Menno. Warum hat denn das jetzt nicht funktioniert? Ach, verdammt. Öffnen. Was ist eigentlich öffnen? Ah. Das, was ich in meinem Ding drin. Was hast du denn alles bei dir drin? Was ist das? Logikband 1. Da sind das Bibliophilen. Ist das jetzt. Ach nee, das ist hier drin. Ah. Okay. Und da kündigt jetzt alles dann. Okay, naja, gut. Na gut, Na gut, Vanessa, dann ist auch du erstmal was. Ein Gericht nehmen. Und unseren Tassilo, den lasse ich jetzt auch mal ganz fix, also erstmal verwenden. Und auch noch ein Gericht nehmen. Jetzt bräuchten wir eigentlich eine größere S-Bank oder sowas in die Richtung. Naja, unser Tom. So, Tom. Ich möchte nicht schon wieder Aliens kontaktieren. Komm, ich habe jetzt einfach gerade mal kurz Bock darauf, Aliens zu kontaktieren. Vielleicht entführen sie uns sogar. Was macht er denn gerade? Mit Alien reden. Echt jetzt? Ein Telefonanruf von einem Alien? Oh, sehr kuscher Kontakt. Wow, das ist ja cool. So, wir brauchen was. Oh, ja. Ach du meine Güte, das muss ich ja irgendwie auch noch hinkriegen. Was ist das? Bonusmerkmal. Was mache ich denn jetzt? Ekel sabotieren alles, seien es Objekte oder die freundlichen Bemühungen anderer Sims. Mhm. Was machst du denn jetzt? Für was oder wie? Wie kann, mit was verwendest du das Teil? Verwenden. Achso, einfach nur verwenden, okay. Ja. Ja, dann verwend es eben. Du machst irgend. Ich weiß nicht genau was, aber. Du machst ja irgendwas. Moment, also 5-mal Voodoo anwenden. Ah, ja, da war doch was. So, praktizieren. Kitzeln. Einmal praktizieren. Pieksen. Und praktizieren. Liebkosen. Kitzel, Kitzel. Gucken wir mal. Sie ist da hinten irgendwo. Warte. Hier. Aber irgendwie momentan gar keine Reaktion, oder? Juhu. Tom kann jetzt geschickt. Okay. Durchnässen. Durchnässe dich, Mama. Oh, das ist ähnlich. Mal schauen, ob das echt macht. Momentan sitzt sie noch. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Also, dass es hier weitergeht. Und dann mache ich das noch einmal. Dann habe ich es nämlich. Dann machen wir auch mal das Herumtoben. Aber davon abgesehen, dass es nicht ganz wirklich funktioniert hat. Egal. So, mit unserer Alina. Da müssen wir in verschiedene andere Dinge, Objekte mal gehen. Oh, aber sie muss ja noch. Ach du meine Güte. Also einmal muss sie ein bisschen Spaß bekommen. Da schicke ich dich jetzt gerade mal nochmal ganz kurz dahin. Und dann musst du ja mal deine Arbeit danach noch nachgehen. So, unser lieber Tassilo, der braucht auch ein bisschen Spaß. Das mache ich mal weg. Auch Tassilo braucht ein bisschen Spaß. Was ist das gewesen? Spinner sind immer ein wenig verspielt. Okay. Was können wir Spaßiges denn machen, mein Lieber? Macht das ihr Spaß? Ja. Dann könnte ich doch irgendwie sowas wie mitmachen oder so.
Rumblödeln. Okay. Und aktuell Kanal schauen. Tom. Naja, Tom kam jetzt wieder rein. Abflüsse in 3 verschiedenen Häusern verstopfen und Level 10 der Schirmfähigkeit. Okay, er isst jetzt erstmal was. So, ich räume mal hier mal ein bisschen für euch auf. Moment. Manchmal klappt es, manchmal eben auch nicht. Ach, ich weiß doch auch nicht. Komm schon. Warum geht das nicht? Doch. Und warum geht das nicht? Jetzt. Was ist das, was hier noch liegt? Charisma. Charisma Band 1. Nö, das brauchen wir jetzt nicht. Oh, du bist ins Bett. Tanja, dich muss ich dann auch nochmal kurz gucken. Oh, du bist schon mal irgendwann Schachspielen jetzt gegangen. Okay. Na gut. So, einmal verwenden. Und dann darfst du auf jeden Fall nochmal eine Runde spielen gehen. Und, hey. Alina, stinkst du so von dir heraus? Ja. Okay, du stinkst von, also aus dir heraus. Dann gerade mal, bis die Tochter hier weg ist, dann werde ich das machen. Oh. Na egal, auf jeden Fall eine schnelle Dusche und dann kannst du hier nochmal repariere es zuerst. Ja, ich würde es hier gerne reparieren. Moment. Warum kann ich das nicht reparieren? Mal schauen, ob er es kann. Ja, er könnte es. Warum auch immer Alina das jetzt gerade nicht kann oder mag. Kein Augenblick im Leben eines Sims ist Freude. Achso, okay. Ich dachte, sie kriegt jetzt noch ein Kind. So, ja. Ja, ihn muss ich mal irgendwie wieder gucken, dass er inspiriert wird. Warte mal, ich kann doch... Könnte ich einfach nur in die Sterne gucken, schicke ich ihn. Damit er vielleicht inspiriert wird. So, und ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann in einer nächsten Runde und irgendjemand hat hier echt total versifft hier alles. Naja, gut, ich sage Tschüss und Goodbye. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.